Stellen Sie sich vor, Sie spielen Tetris und kriegen jeden Stein, den Sie gerade brauchen. Oder besser, Sie spielen GTA, haben sofort alle Waffen, unendlich Munition und können nicht sterben. Am Anfang ist es vielleicht ganz lustig, aber auf Dauer... Und das waren die Gewinnzahlen von heute. Ich habe schon wieder im Lotto gewonnen. Ich wurde von einer radioaktiven Fliege gebissen. Ich habe die geheime Formel des Universums gelüftet. Glück und Erfolg sind für mich... Oh, danke. ...so selbstverständlich. Mein Leben ist wie ein Game. Und ich bin der allergrößte Cheater. Es ist quasi ein Naturgesetz. Empfinden Sie Dankbarkeit für das Glück, das Ihnen geschieht? Empfinden Sie Dankbarkeit, wenn Sie einen Luftballon nehmen, sich an Ihr Haar reiben und diese sich elektrisch aufladen? Nein. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ihnen werden genau die Dinge in den Schoß gelegt, die Sie gar nicht... Ich korrigiere. Mir wird alles in den Schoß gelegt. Okay. Ich erwarte bereits meine nächste Patientin. Aber hier eine kleine Hausaufgabe für Sie. Gehen Sie morgen um 15 Uhr in den Park und geben Sie einer fremden Person etwas von Ihrem Glück ab. Hey, alles okay? Ja, alles okay. Das passiert mir ständig. Deine Eier. Kaputt? Würde mich auch wundern, wenn nicht. So ist mein Leben halt. Was soll ich machen? Deine Tasche! Mach dir keinen Stress! Ich bekomme sie eh nicht wieder. Du hast gute Cheats drauf. Gib einfach die Tasche zurück. Ach, die hier? Komm und hol sie dir. Wenn du kannst. Wusstest du, dass eine Fliege ihre Flügel bis zu 330 Mal pro Sekunde schlagen kann? Ich habe keine Flügel. Da bist du ja. Mach dir nichts draus. Das Pech und ich sind unzertrennlich. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir so etwas Gutes passiert. Oh, dein Auge. Es ist blau. Echt? Das ist mir noch nie passiert. Das weh? Ah, das tut echt weh. Hoffentlich ist es morgen weg. Glaub mir, ich kenne mich mit blauen Flecken aus und es ist morgen nicht weg. Aber ich habe Eis zum Kühlen zu Hause und ich wohne nicht so weit weg. Hm. Wissen Sie, mein Leben ist wie ein Computerspiel. Und es ist völlig verbuggt.